Ein bescheidenes Grab liegt vor dir. Aus einem Ark mitgenommen beschwert wurde eine Markierung gebastelt. A modest grave for the Archon's son, Brennix. We don't bother with funeral rites in the chorus. No point in thanking conscripts for their duty. Ich find's cool, dass die Sachen auch richtig vertont sind. Ein bescheidenes Grab für Brennix, den Sohn des Archonten. Im Korb kümmern wir uns nicht groß um die Beerdigungsrituale. Macht keinen Sinn, Rekruten für die Erfüllung ihrer Pflicht zu danken. Ja, Rekruten vielleicht nicht, aber den Eliten der Geschmähten sollte man schon danken. Und ja, ein bescheidenes Grab liegt vor dir. Aus einem Ark mitgenommenen Schwert wurde eine Markierung gebastelt. Die Initiale B wurde in das Eisen graviert. Und ja, da drin ist dann das Geschmähtenlager. Ich denke mal, wir gehen jetzt direkt zu Graven Ash und Nevarf. Oder ich nenne sie am besten jetzt nur noch Ash und Nevarf. Weil ständig die vollen Namen auszusprechen. Wen haben wir denn hier? Komm, Neon, zeig dich. Willst du gleich mal für deine Überheblichkeit eins aufs Maul? Sorry, can't. Einem Schicksalsbinder so unverschämt zu begegnen. Die Turmwache hält wahr deine Hand hoch. Keinen Schritt weiter. Du näherst dich dem Grund und Boden der Gespähten. Was ist dein Begehr? Ich bin Brenno hier, Schicksalsbinder von Thunon. Ich übermittle Worte von Kyros. Worte nur für die Ohren eines Kommandanten. Ich bin Thunons Schicksalsbinder. Geh zur Seite, man erwartet mich. Ah, du bist also der Feuerentfacher. Zevois und die Kompanie, die von der brennenden Bibliothek zurückkehren, berichteten Entsetzliches von Kyros' Edikt des Feuers. Ich halte mich selbst für tapfer, aber ich bin trotzdem froh, weit weg von all dem gewesen zu sein. Muss eine schreckliche Ehre gewesen sein, als Bote einer solch rechtschaffenden Macht aufzutreten. Geh ruhig rein. Die Soldaten gestikulieren in Richtung des Tors. Die Archonten erwarten dich schon. Du fehlst im Kriegszelt in der Mitte des Lagers. Ah, sehr schön, wie das Tor aufschwingt. Die Wache nickt in deine Richtung. Oh, eine Frau mit Namen. Und noch jemand mit Namen. Nein, erst einmal geht es jetzt direkt zu den Oberbefehlshabern. Wir haben nämlich was zu klären. Schicksalsbinder, die Archonten warten drinnen auf dich. So, dann begegnen wir jetzt mal Ash und Nevarf persönlich. Gestern tatest du mich dafür, dass ich warten wollte, heute aber schlägst du eine noch längere Verzögerung vor. Vielleicht sollte die Stimme in deinem Kopf zu einem Konsens gelangen, wenn du ernst genommen werden willst. Gut, du hattest flexibel und passt dich den Augenblick an. Außerdem stimmen wir jetzt deiner gestrigen Meinung zu, was dich glücklich machen sollte. Wir wissen, dass du es hast, ohne überwältigenden Vorteil auf deiner Seite die Schlacht zu ziehen. Wenn du solche Angst... Ja, erstens kann ich nicht so schnell lesen. Wir wissen, dass du es hast, ohne überwältigenden Vorteil. Okay, sind sie jetzt fertig. Ja, guter Rat ist flexibel und passt sich dem Augenblick an. Außerdem stimmen wir jetzt deiner gestrigen Meinung zu, was dich glücklich machen sollte. Wir wissen, dass du es hast, ohne überwältigenden Vorteil auf deiner Seite die Schlacht zu ziehen. Wenn du solche Angst vor einer Herausforderung hast, warum wartest du da nicht auf deine Verstärkung? Ich brauche deine Zwischenrufe nicht, ich brauche deine Aufklärungsberichte. Noch besser deine Bestätigung, dass du die Einbrecher im äußeren Tal bezwungen hast. Oder das? Das werden wir in unserem eigenen Tempo und auf unsere Weise erledigen. Immerhin müssen wir mindestens einmal versuchen, Gnade walten zu lassen. Gnade? Sie haben doch schon einmal auf unsere Gnade geschissen. Diese Gossen-Südhalunken haben nichts Besseres als den Tod verdient. Jetzt beruhig dich aber mal. Wir müssen auch noch ein paar übrig lassen, die man beherrschen kann. Oder hast du etwa Kyros Befehle vergessen? Nur Geduld, alter Kumpel. Also ja, Graven Ash und Nerats Stimmen. Fünftauge und Eisenmarscher Edwise. Also, ja. Dieser Schlachtbericht von
Von Echo-Rufkreuzung macht den scharlachroten Chor für den Fehlschlag des Angriffs auf das Dorf verantwortlich. Offensichtlich hatten es die Speer versäumt, scheint Informationen über den Zusammenhang, über die Zusammensetzung der feindlichen Truppen weiterzuleiten. On it. There's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Das sind jetzt vier Berichte über Lawinen in den Bergen. Die Angehörigen des Stufenvolks können kaum bis 19. Sie haben weder die Kapazität noch einen Grund, die Gebirgspässe zu blockieren. Wie auch immer, dadurch sind die zweite und vierte Kohorte jetzt außerhalb des Tals gefangen. Der Hort des Krieges stößt zur Bekräftigung seiner Worte seinen Stab in den Boden. Er ist generell schon ein großer und imposanter Mann, aber durch seine massige Rüstung, die vor mystischer Energie summt, wirkt er noch größer. Ja, die ist auch ziemlich blau. Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery. But I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Oder es ist das Werk deiner heimtückischen Erdhexen. Nur ein Narr würde nicht vermuten, dass ein verräterischer Archon den Verstand... ja, das ist jetzt das Attribut, warum das Gelb hervorgehoben ist. ...seiner Schüler mit Aufruhr vergiftet. Wir hätten die Erdhexengene für den Verrat ihres Meisters ausgelöscht. Aber sicherlich hast du einen absolut schichhaltigen Grund dafür, sie als deine Handlanger weiterleben zu lassen. Der Archon der Geheimnisse lässt beim Sprechen ein Zepter zwischen seinen Händen wandern, wobei er den Stab in hypnotischen Kreisen schwingt. Du hörst die Stimme von Nevat in deinem Kopf. Ah, hallo Schicksalsbitter, wir sind gleich bei dir. Also solche grünen Sachen sollten wir überlesen, das sind wohl Gedankenspiele. Durch den Saum der zerfetzten roten Robe des Archonten schimmert smaragdgrünes Leuchten. Durch das Glühen merkt man dort am deutlichsten, wo sein Hals sein sollte, seine Maske scheint zu schweben und sich zu drehen. Sie biegt und krümmt sich dabei stets auf unnatürliche Weise. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Hey, pass auf dich auf. Wenn diese beiden loslegen, solltest du nicht dazwischen gehen. Lyra flüstert angsterfüllt, während sie die Archonten beobachtet. Ich bin hier, um Kyros Edikt zu verkünden. In Vorbereitung dessen ist das Tal versiegelt worden. Ich räusper mich mal. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard? Your fearsome reputation has gone flaccid. For it seems you cannot control your soldiers. Or perhaps you simply choose not to. Ich wusste schon immer, dass du nichts mehr zu sagen hast. Wenn du damit anfängst, meine Vasallen zu verhöhnen, da wir gerade vom Verrat sprechen, warum sehen meine Speer den Krieger des scharlachroten Chors, die zur Vendrienwache desertieren? Dein furchterregenden Ruf ist die Luft ausgegangen. Es scheint, als hättest du die Kontrolle über deine Soldaten verloren. Oder vielleicht willst du sie einfach nicht. Die Soldaten oder die Kontrolle. Meine Herren, der Schicksalsbinder ist eingetroffen. Die Kommandantin der Geschmähten erhebt die Stimme und versucht vergeblich, die Archonten zu übertönen. Vielleicht könnten wir die Diskussion zurückstellen und unseren Gast sprechen lassen. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the Valley would need only a token garrison? For some strange reason, we can't seem to recall which balding half-wit grossly underestimated the enemy. Thoughts? Wo wir gerade von strategischen Fehlern sprechen, wer bestand nochmal darauf, dass dieses Tal nur eine symbolische Garnison benötigen würde? Aus irgendeinem merkwürdigen Grund können wir uns nicht daran erinnern, welcher Karl während der Trottel den Feind krass unterschätzt hat. Wer kommt darauf? Die Übersetzung klingt schon mal besser als die von Pillars of Eternity, hat aber bestimmte komische Ideen hier, zum Beispiel krass zu sagen. Wobei das bei Nevat vielleicht gut vorkommen könnte. Der Archon der Geheimnisse wirbelt sein Zepter in einer verdrehten Schleife umher.
Du hörst die Stimme von Neroid in deinem Kopf. Hörst du uns, Schicksalsbinder? Huste, wenn wir deine Aufmerksamkeit haben. Wobei seine lederumwickelte Hände den schweren Stab mit scheinbar müheloser Leichtigkeit wenden. Dann werde ich jetzt mal laut und ernst husten. And I thought you had left agents within these Tearsmen when they surrendered. Either you failed to see this coming, or you knew and let it happen. Incompetent or in cahoots, either way, this mess has your filthy stink all over it. Und ich dachte, du hättest Agenten beim Stufenvolk zurückgelassen, als es sich ergab. Entweder hast du das nicht kommen sehen oder aber gewusst und geschehen lassen. Egal ob aus Inkompetenz oder Teilschuld, dieser Schlamassel ist durch und durch von deinem Gestank durchzogen. Der Echot des Krieges stürzt nach vorne und stützt sich auf seinen Kriegshammer. Als ein blaues Leuchten um seine Rüstung herum knistert. We look forward to seeing you explain to Tunan why the Archon of War could not close the vice on this trivial little insurgency. When we are crowned the ruler of the Tears, we shall have this place renamed to Ash's Folly in your honor. Wir freuen uns schon zu sehen, wie du versuchst, Tunan zu erklären, warum der Echot des Krieges diesem unbedeutenden kleinen Aufstand nicht die Daumenschrauben anziehen konnte. Wenn man uns zum Herrscher der Stufen krönt, werden wir diesen Ort dir zu Ehren in Asches Torheit umbinden. Ja, Tunan, der Richter. Nerevat Stimmen wirft sein Zepter in die Luft und fängt es auf seinem Weg nach unten wieder auf. Du hörst die Stimme von Nerevat in deinem Kopf. Sehr gut, nun pass auf, du könntest etwas verpassen. Dann werden wir mal nichts sagen. If I could trust the information I get from you and your conscripted mouth breathers, perhaps I'd order my cohorts around a bit more aggressively. But last time I trusted your all clear report, my troops failed to come home. Wenn ich den Informationen vertrauen könnte, die ich von dir und deinem zwangsverpflichteten Mundatmern bekomme, würde ich meine Kohorten vielleicht ein bisschen aggressiver befehligen, als ich aber letztes Mal deiner Entwarnung vertraute, kamen meine Truppen nicht mehr nach Hause zurück. Oh, Ash, old boy. If you're going to have a little sob every time one of your nieces or nephews dies to the Tearsmen, perhaps we should have Siren sing you some calming lullabies to help you cope with your grief. Ach, Ash, alter Junge, wenn du jedes Mal ein bisschen schluchzt, wenn eine deiner Nichten oder ein Neffe vom Stufenvolk getötet wird, dann sollten wir dir vielleicht von Siren, die Archontin der Lieder, ein paar beruhigende Schlaflieder singen lassen, damit du besser mit der Trauer zurechtkommst. Da Archontin lässt sein Zepter Überschläge machen, wobei er schadenfroh summt. Pass auf, dass du nicht zu viel lernst, Schicksalsbinder. Ein Überschuss an Wissen oder allein Neugier kann unerwünschte Aufmerksamkeit wecken. Haltet den Mund, ich werde nicht zulassen, dass ihr die Ehre unserer gefallenen Brüder verunglimpft. Die Kommandantin bewegt deine Hand ins Heft ihres Schwertes, lässt die Waffe aber in der Scheide. Wenn ich diesen komischen Kopf abschlage, tue ich wohl uns allen damit einen Gefallen. Sie zanken sich wie Kinder, nicht wahr? Fünft Auges quietschender Tenor durchdringt die Spannung im Zelt und alle schauen den Purpurspeer an. Ich wollte ein Willkommen aussprechen für unseren Gast des Schicksalsbinder. Den Schicksalsbinder. Der gepanzerte Dienstmann verbeugt sich mit einer Eleganz und steht dann mit salutierendem Stramm. Dann zum Salutieren stramm und keinen Augenblick zu früh. Du hast Gunst bei Grave Nash hinzugewonnen und bei den Geschwerten. Gouverneur Bueno hier. Lange hat uns dein Eisen geehrt und nun ehrt uns deine Gegenwart. Ich muss mich für meine Herren entschuldigen. In letzter Zeit geht es hier recht hitzig zu. Die vor den Archonten verbeugen. Verzeiht mein persönliches Eindringen, aber ich bin lange gereist, um hier zu sein. Strumm dreinblicken, die vor jedem Archonten verbeugen und ihm salutieren. Gut, doch stehen wir in Tunons Diensten, sind als Schicksalsbinder mehr oder weniger mit den beiden auf einer Höhe, würde ich mal vermuten. Also werde ich beide persönlich mal ansprechen. Welcome, Firestarter. We have been eagerly anticipating your arrival. Perchance you bring another of Kairos' edicts to savage the enemy? So,
Das hat mir jetzt gut bei beiden eingebracht und bei den Geschmähten und noch mehr bei Gravenash. Willkommen, Feuerentfacher. Wir haben schon ungeduldig auf deine Ankunft gewartet. Du hast nicht zufällig ein weiteres von Kairos Edikten dabei, um den Feind in Stücke zu reißen. Ich habe ein Edikt dabei, das wird dir aber sowas von nicht gefallen.